müssen wir begreifen, das Dschemat, müssen begreifen die Moschee, müssen begreifen das Hochbett. Wenn wir diese Dinge uns Gedanken machen, wenn wir uns diese begreifen, dann haben wir keine Probleme, anständig zuzuhören, pünktlich zu kommen, gerne zu kommen, auch es zu schaffen, in der Früh aufzustehen, für Allah den Schlaf zu unterbrechen und zu sagen, ich gehe in die Moschee. Und wenn sie, wie die meisten von euch noch so schön haben, sie werden sogar noch abgeholt, meine Güte, was werden die später mal alles subhanallah sagen, wenn Allah sagt, ich habe dir ein Taxi vors Haus geschickt. Du hast gar nichts zahlen brauchen, war ein kostenloses Taxi. Warum bist du nicht eingestiegen? Warum hast du auf den Netz gehört? Warum hast du auf den Schädern gehört? Warum bist du liegen geblieben? Warum hast du gedacht, heute bete ich daheim? Meine Güte, welche segenreiche Belohnung uns Allah subhanallah gibt. Wer Yatzi-Gebet und Sabach-Namas in der Moschee macht, gibt Allah eine Belohnung, als hätte er die ganze Nacht gebetet. Obwohl er nicht gebetet hat. Nur, dass er die beiden Gebete im Dschamat in der Moschee verbracht hat, gibt Allah diese Belohnung. Warum Allah gibt, gibt es einen großen Wert? Stellt euch vor, wir müssen das machen, jede Nacht durchlesen, oder mindestens einmal im Monat. Wie werden wir fix und fertig? Von nach Yatzi-Gebet bis Sabach-Namas Koran lesen. Wie anstrengend das wäre für uns. Vor allem, wenn wir keine fließenden Koranleser sind. Es wäre sehr anstrengend. Und diese Belohnung gibt uns Allah einfach so. Er gibt uns das, dass wir teilgenommen haben, zu ihm zu kommen, in sein Haus zu gehen, die Moschee zu gehen. So leicht macht es uns Allah. Aber wer will heute diese Belohnung schon haben? Wer will diese schon haben? Da wissen einige, ich komme Sabach Namaz, sie kommt trotzdem zu spät zum Yatzi-Gebet. Sie trödeln es hinaus, sie kommen gerne nach Yatzi, nach dem letzten Gebet. Obwohl sie eigentlich wissen, in der Früh komme ich Sabach Namaz. Warum begreife ich nicht, wie schön es ist, die Belohnung mitzunehmen? Warum gehe ich da nicht früh aus dem Haus, dass ich rechtzeitig hier bin, dass ich die Belohnung mitnehme? Es ist immer das Verständnis hier oben drin. Uns ist einfach nicht bewusst, dass wir Muslime sind. Uns ist nicht bewusst, was das heißt, Muslime zu sein. Wir denken einfach, es reicht. Ich bin Muslim, ich bin beschnitten, ich gehe Jumala was fertig. Ich habe muslimische Eltern, das macht Islam nicht aus. Die Juden sind auch beschnitten. Davon abgesehen. Es gibt viele Christen in Amerika zum Beispiel, werden sehr viele beschnitten. Und in Amerika jeden dritten Hose runterziehe ich das beschnitten. Also machen wir uns mal Gedanken, dass wir versuchen mal mehr zu opfern auf Allahs Weg. Vor allen Dingen mit der Zeit. Bei Geld seid ihr auch nicht so weit. Ihr seid ja nicht in der Arbeit, dass ihr sagen könnt, wir geben Sadaka. Also spenden auf Allahs Weg. Aber Zeit ist wohl ein Zustand, den wir eigentlich hier alle geben können. Und die Zeit fängt einfach damit an, dass ich sage, ich gebe Zeit zum Sohbet, ich gebe Zeit für Frühgebet oder für die anderen Gebete auch daheim. Und die meisten von euch kommen ja mittags raus. Und wer jetzt halt nicht so weit hat zur Moschee, wer die U-Bahn vor der Tür hat, es geht vielleicht eine Stunde drauf. Wenn ich hin und zurückkomme mit dem Gebet, jetzt hat er noch vielleicht eine Stunde, aber diese eine Stunde, was uns alle anrechnen wird, das Wunderbare, was sein wird, allein schon dieser Schutz. Wenn ich rausgehe aus dem Haus, wenn ich mir vornehme, ich gehe Moschee zum Beten, ich gehe raus aus dem Haus, fängt schon Sabab an. Dann fängt der Schutz an. Die Malaika beschützen mich, den ganzen Weg hin. Da kann kommen, was mag, wenn ein Erdbeben die U-Bahn erschüttert, würde ich auch drin. Alle würden vielleicht sterben, durch nicht. Weil Allah ist garantiert hier, der auf dem Weg zur Moschee wird von Allah beschützt. So schön macht das Allah. Und diese Belohnung, was wir kriegen. Von zu Hause weggehen, bis wir zu Hause sind. Eine Stunde. Aber wir sind nur die Zeit mit der U-Bahn, meine Güter, fahre ich jetzt 20 Minuten, warten, hinfahren, aussteigen, hin auf der Moschee, dann in der Moschee, der Holzer betet langsam, nochmal 20 Minuten, dann wieder zurück und dann ist eine Stunde weg und die Stunde könnte ich schon wieder irgendwo MSN rumhocken oder sonstiges. Wir denken heute falsch. Wir sind nicht mehr bereit, Zeit zu geben für Allah. Aber wenn wir tot sind und die Malaika uns das vorrechnen, wo wir unsere Zeit gemacht haben, dann schauen wir, was wir sagen. Mal sehen, was wir für Antwort geben. Ja, Rabbi, ich hatte doch keine Zeit, ich hatte doch keine Zeit. Wir haben genug Zeit. Wir sind einfach nicht bereit, die Zeit zu geben. Wir sind nicht bereit. Wir haben unsere Training. Die Training ist in Ordnung, ist schön. Wenn es halt gerade zum Software einfällt, kein Problem. Keiner muss jeden Tag kommen. Aber wir sollten auch versuchen, öfter zu kommen. Und vor allen Dingen muss man sagen, wenn ich noch nicht in dem Zustand bin, dass ich fünfmal am Tag bete, dass ich im Zustand bin, dass ich andere Mädchen hinterher schaue, dass ich im Zustand bin, dass ich Mädchen anpackere, dann sollte ich jeden Tag herkommen. Dass ich mich mit der Zeit verändere. Aber wenn ich einer bin, der eh schon sich genug wissen, wo es auch dann praktiziert, dann gut, dann kommt er zweimal die Woche, dreimal die Woche oder einmal die Woche. Das muss jeder selber wissen, welchen Zustand er hat. Aber zu meinen, ich habe es nicht nötig, ich brauche es nicht, diese Leute sind mit Sicherheit die Verlorenen. Die werden es auch nicht lange schaffen. Ihr könnt vielleicht jetzt, wir hatten schon viele vor euch und es werden auch wahrscheinlich noch viele nach euch kommen, aber das Interessante ist doch, wie lange wird ihr es aushalten? Wie lange wird ihr diesen Zustand haben?
Wie lange wird Ihre Moschee kommen? Jetzt warten wir mal, bis Sie mit der Ausbildung anfangen. Bis eure Schule fertig ist. Ihr werdet sehen, welche schöne Zeit ihr hattet. Mit der Schulzeit. Um 1 Uhr aus oder manchmal nachmittags noch. Aber dann eigentlich für euch die Zeit. Wo ihr Training gehen konntet, rumrufen konntet. Und dann kommt die Arbeit. Von 8 Uhr früh bis abends um 5 oder 6 Uhr, bis ihr daheim seid mit Fahrweg, ist der Tag gelaufen. Dann mal sehen, wie auf einmal ihr auf das Fußball verzichten könnt. Auf einmal auf Sport verzichten könnt, weil nämlich die Arbeit gar nicht zulässt. Weil nämlich die Trainingszeiten anfängt, dann kommt ihr gerade von der Arbeit nach Hause. Dann seid ihr kaputt, dann möchtet ihr essen, dann der Schelter gibt euch Bequemlichkeit ein, dann bringt ihr euren Popo nicht hoch von der Sofa. Und dann bleibt er sitzen. Da auf einmal geht's. Aber jetzt wird gekämpft. Sochbett oder Fußball? Dann lieber Fußball. Das ist eine falsche Einstellung. Wir sollten schauen, was habe ich nötig, was habe ich wichtig. Denn wir sollen begreifen, im Kampf, wenn ich bin, da kommt der Engel nicht und sagt, triffst du oben links und rechts oben rein? Der stellt mir keinen Ball zur Verfügung. Der baut kein Tor auf. Der sagt nicht, treff mal um das Eck genau. Und der fragt mich nicht nach Ergebnissen, wie hat Fenerbahce schon Kanapas reingespielt. Die fragen nicht nach Ergebnissen. Die fragen nach Takwa, die fragen nach Achlak. Und wie sieht es dann aus? Wer fragt nach Achlak? Ich sagte, ich habe kräftig geschrien. Ist das Achlak? Die einen schreien Ausdrücke und da ist sogar noch eine Moschee drinnen. Die schauen in der Moschee Fußball an, der eine fängt an, die anderen schimpfen hinterher. Da kann man Sachen erleben, die steigen auf die Tische drauf, schreien rum, brüllen rum, sagen Ausdrücke, bis nochmal geht nicht mehr. Und das nur, weil ihre Mannschaft vielleicht nicht gerade gewinnt oder weil er einen Ball verschossen hat, wie auch immer. Was ein Achlak ist das. Aber fragen die Engel das in Kraft. Fragen die nach dem Zeug mit Sicherheit nicht. Eher kann das so ein Problem werden. Aber warum hast du keinen Achlak bewiesen? Warum hast du dich dem Fußball so hingegeben, so viele Gefühle gezeigt, als ob für dich alles wäre, als ob Fußball dich retten könnte? Aber das Fußball wird keine Fürsprache einlegen. Der Ball wird nicht kommen und sagen, ja, Rabin, ich lege den Einspruch ein, der Kerl hat sich um mich gekümmert. Es ist dem Ball ganz egal. Der Ball hat kein Leben in sich drin. Er wird bewegt durch unsere Füße, er wird durch unser Herz bewegt, sonst gar nichts. Der Ball wird uns nicht retten können. Uns rettet unsere Hingabe zu Allah. Unser Leben ist ja so kurz. Selbst wenn Allah mir 100 Jahre gibt, ist das im Verhältnis für das, was alles kommen wird, ist das Leben zu kurz. Ich kann morgen schon tot sein, ich kann nur 100 Jahre tot sein. Wenn ich aber noch 100 Jahre gestorben bin, dann erkenne ich, wie kurz mein Leben war. Und dann kreine ich den Sachen hinterher. Ich habe nur Zeit für Fußball gegeben. Ich habe nur Zeit zum Rumblöden gehen. Ich habe keine Zeit gehen wollen für Software, für Moschee besuchen. All das war mir zu viel. Aber für Fußball, für Playstation, was auch immer, PC, habe ich die Zeit gehabt. Dann muss ich mir das Gleiche sagen. Wenn du erst mal schaffst, bei Software aufzupassen, wie sollt ihr was kapieren? Das geht bei euch da rein und da raus, ne? Man kann euch viel erzählen. Wenn jetzt auch ein Engel herkommen wird, oder wenn einer der früheren Propheten herkommen würde, es wäre nicht viel anders. Denn ich weiß, das Aufnehmen gibt eigentlich nur Allah. Und wenn ich keine Bereitschaft zeige, beim Software aufzupassen, wir können den ganzen Tag erzählen. Ihr geht genauso dumm wieder raus, wie ihr gekommen seid. Ist nicht anders. Wenn wir die Bereitschaft nicht bringen, wie können wir uns ändern? Wie können wir es begreifen und verstehen? Wenn uns nicht bewusst ist, unser Leben ist ja kurz hier. Wir werden dann schon tot sein. Und wenn wir tot sind, und da fragt uns eine, wie lange hast du gelebt? Vielleicht einen Atemzug habe ich gelebt. Obwohl ich vielleicht 100 Jahre alt geworden bin. Was haben wir dann von diesem Leben? Deshalb sollten wir uns mal uns Gedanken machen, uns bewusst sein, wir leben hier für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in seinen Geboten, in der Weisheit des Korans, hat er sehr viel Hikmet gegeben, dass wir nicht meinen, wir werden irgendwie hier gezwungen oder sonstiges, fünfmal am Tag zu beten, in Ramadan zu fasten. Jetzt kommt der Ramadan auf Sommer. Ich möchte mal sehen, wer von euch alles aussetzt. Das werden einige sein. Die wollen im Sommer über nicht fasten. Die warten dann, bis es wieder irgendwann so im März, also ein halbes Jahrhundert später im März wieder fällt. Bis die Leute, das braucht es so lange, bis die Leute wieder fasten werden, wo sie dann die Kraft haben. Aber es ist alles die innere Einstellung. Wenn ich das als Pflicht sehe, werde ich nicht fasten können. Da kommt vor mir schon bei mir der Durst und der Hunger. Und dann das Kopfweh und alles dazu. Da sage ich nein und die Eltern noch so, oh mein armer Sohn. Wenn wir uns den Cembo anschauen, der arme dünne Kerl, da zwei Tage die Mutter sagt, mach du nicht, du fällst auseinander. Da kommt ein Wind und nimmt dich mit. Die hat Angst um ihren Sohn, dass er zusammenfällt. Falsche Einstellung. Aber wir nur diese Dünne betrachten. Wir betrachten nicht das, auf was es noch ankommt. Wir betrachten nicht Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Uns ist nicht der Wert bewusst dieser Gemeinschaft. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Und ihr Muslime seid die beste Gemeinschaft, die hier hervorgebracht wurde. Aber natürlich mit einer Einschränkung. Wenn ihr zum Guten aufruft,
und das Schlechte verwerft, als wenn er den Leuten das sagt. Und wo machen wir das? Wir machen es ja nicht mal selber. Wie können wir dann die beste Gemeinschaft sein? Heute